Check, 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 1, 2. Hey. Late night stream, everybody. Welcome. Noch niemand da, aber trotzdem, welcome. Wahrscheinlich kommt heute auch niemand mehr rein. Zumindest niemand aus meinem Kreis. Egal, wir müssen das scheiß Spiel mal zu Ende bringen, Alter. Und mit meinem... Moment kurz, bevor ich anfange, muss ich noch was schreiben. Nämlich heute mitbekommen, dass nicht ein Kumpel von mir direkt eigentlich kenne ich den Typ auch wirklich gar nicht. Ich habe ihn nur ein, zwei Mal getroffen bei meiner Ausbildung. Er erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr an mich, aber er macht Musik und ich habe seine Musik so manchmal ein bisschen ausgecheckt und ich muss zugeben, dass er macht zwar deutschen Rap, könnte man sagen, sowas in der Art, und das gefällt mir normalerweise nicht wirklich, aber sein Zeug gefällt mir irgendwie, also es klingt gut. Und genau, und er heißt Jean Cyril und der hat zusammen mit Tarek KZ jetzt einen Track aufgenommen. Checkt aus auf keine Ahnung, überall, Spotify, Amazon Music gibt's das. Jean Cyril, Cyrille. Und der Song heißt Penalty. Zusammen mit Tarek von KZ. Richtig krass. Ich hab's gar nicht so verfolgt, wie seine Karriere so läuft. Ich meine, ich habe seine Musik ab und zu gehört, aber nicht mitgekriegt, dass er so unterwegs ist. Aber freut mich für ihn. Er macht echt gute Musik. Er hat's verdient, sag ich mal, so von der Qualität her schon allein. Also, es ist wirklich kein so ein 0815 Deutschrap Rotzkacker, sondern es klingt wirklich, wirklich gut. Wirklich Musik, die gut klingt, und das kann ich nur appreciaten. Freut mich auch, dass er einen Collab macht mit einem anderen deutschen Rapper, der mir gefällt. Und es gibt wirklich nicht viele deutsche Rapper, die mir gefallen. Aber KZ auf jeden Fall auch dabei. KZ, Stropo und Jean Cyril sind die einzigen deutschen Rapper, die ich höre. Stropo auf jeden Fall. Muss mal gucken, ob es den auch auf YouTube gibt. Kommt ja gar nichts. Jung! Muss ich das mit Bindestrich schreiben oder was? Nein, ich hab's mit C geschrieben. Ups.
Penalty. Wahrscheinlich ist es nicht auf YouTube, weil es ja wahrscheinlich geschützt ist. No. Aber egal. Checkt's aus. Jean Cyril. Penalty. Und seine anderen Lieder sind auch gut. Er rappt teilweise Deutsch, teilweise auch Französisch, was ich auch ziemlich cool finde. Französischer Rap ist eigentlich ziemlich nice. Größtenteils. Fangen gleich an. Oh, davon gibt es auch schon einen Post auf Reddit. Gibt's doch schon auf YouTube, oder was? Doch, gibt's schon auf YouTube. Ich hab den noch gar nicht abonniert. Mit meinem neuen Kanal. Ups. Hey. Hier jetzt. Jetzt hat man gar keine Kommentare. Doch. Ui, ein Kommentar und es ist ein Negativ. Scheiße. Ui. Ist schade, weil der Typ macht echt gute Musik. Die hat es eigentlich verdient. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Rotz. Bushido und so ein Shit, der immer noch gefeiert und was weiß ich. Crow, Alter. Die sind wahrscheinlich schon wieder out, aber. Ich weiß nicht, was es heutzutage für einen Bullshit gibt. Deutsche Raps echt teilweise. Naja, jedem seins. Jeder darf hören, was er will. Geschmäcker sind verschieden. Bam, 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 bam. Jetzt spielen wir mal, oder? Genug Promo gemacht für null Geld. So, Cyril, ich will mein Geld. Ich streame mit einem Zuschauer. Da ist mindestens ein View von mir. Ich will meine 0,0000001 Cent. Let's go. Ah, ich hoffe, ich habe die Demo jetzt bald durch, Alter. Ehrlich gesagt, bin ich ja jetzt schon am Ende eigentlich wahrscheinlich von der Demo. Ich muss wahrscheinlich nur den Hase besiegen.
Und dann habe ich es geschafft. Allerdings bin ich zu schlecht. Jetzt muss ich jetzt erstmal Punkte sammeln, so ein Kack. Und habe 0. Das heißt, ich fight mich jetzt erstmal von Anfang an durch. Genau. Ich sammle jetzt erstmal Punkte. Hallo, Kleiner! Ja. Von der Waffe ist richtig geil. Ich hab das so gut. Nicht hin. Oh, man kann nichts holen. Ragdoll the shit out, man. Oh. Da geht's runter. Nein. Aua. Wow, so viel abgezogen, toll. Egal, runter! Alter, wieso hat er den anvisiert? Fuck off. Gott, verdammte Scheiße. Du kriegst ja gar nichts mit, oder? Jetzt hört er mich.
Ah, das bringen die Dinger. Okay, cool. Kacke. Hey, ihr könnt rauskommen. You are tomorrow. Clear, clear! Oh Mann, Kacke. Na komm hier. Das sind diese komischen Hintergrundgeräusche. Irgendjemand macht. Und das ist immer noch die Katze. Und hier hustet jemand. Hustet jemand? Was ist hier? Wo ist das?
Nein, du hast den Falschen anvisiert, den Falschen anvisiert. Eieieiei. Susan ist da. Gut. Got nothing on my chest. What I'm talking about. Oh, you tough? Come here, man. Okay, okay. Whoops! Oh, oh, oh. Attribute put, but... Okay. Oh nein, das ist der scheiß Bulli. Ah. Doggy, hast gar nichts mitgekriegt, hä? Das war knapp, aber geplant.
Weil ich höre Stimmen. Kann ich wegrennen? Ich habe gar nicht viel Zeug gehabt. Ein nice Schwert. Oder beziehungsweise sieht ein bisschen hakenkreuzmäßig aus, also nicht so nice. They creeps the shit out of me, man. Okay, gut, man hört eine Fenster. Das ist cool. Im Fenster hört man was. Geh noch mehr zurück. Yeah.
Oh, was ist da für ein blaues Ding? Was ist das? What the fuck? Was machst du da drin, Junge? Nein, nein. Fast offen, Alter, da drin die Kisten. Schönes Bild.
A disappointment.
der Boy da drin. Land hier oder was? What the fuck? Okay. Naja. Who cares? Habe ich ganz schön viele Assets reused und so. Das fällt mir weiter auf. Mir fällt es auf. Jedes Asset nur einmal. Das ist ja ganz logisch, das kann man so sagen. So Kisten, das kann man schon. Aber den gleichen Laden nochmal. Hotel Grat. Ratatouille. Flioradur. I'll use my power to help you. My way around a weapon. Want me to look at something? Yes. Thank you.
Schwert, das mache ich schneller mit. Welcome to Hotel Pratt. How may I be of service? Krat Landmark Guide Number 1. This month's attraction, Hotel Krat. Hotel Krat is one of the city's creepiest and most mysterious buildings. According to lore, Hotel Krat is an isolated castle built by an aristocrat devoted to a form of occultism after receiving a revelation from a radiant tree. What? At one point it was used as a mental institution, and some patients did say they saw hallucinations. However, no records remain as they were all destroyed in a large fire. Destroyed? Also, above all, blah. Sorry. Being so far underground just compounds to rumors. Some even said that it is connected to an unknown hell. Okay, but now the rumors have served to embellish the charm of Hotel Krat, which has been renovated in the latest style.
As the recent rumors of the Grand Exhibition Ghost Hotel spread, more customers are actually looking to stay at the hotel. Next is a comment from the hotel owner, Mrs. Antonia. A ghost hotel, I've heard... A ghost hotel? I've heard that more times than I can remember, but fortunately our hotel guests are brave like lions. It's not a problem at all. Rating 4 from 5. Creepy and mysterious, best resort in Krat. Reporter Medoro. This guide was made with the support of Vinici's company, a friend of the city. Okay, 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 blah, blah, blah. Dieses Hotel hat also einen Zugang zu irgendeiner Hölle. Ja, klar, okay, cool. Warum nicht? People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? I see you're here. Your lies. People on the outs. I'm an old friend of Geppetto's. Make yourself at home. You're always well. If you have any questions, ask my.
Okay. Jetzt sagt. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Was it mentioning? Thank you.
Hotel Krat ist ihr Hotel Krass, Alter. Hasi, ich komm. Mach den heute fertig. I'll use my power to help you. Eins! What the fuck? Ja, diese Mixamo-Animation. Aber was willst du machen? Die sind gut. Ey, Ju, was geht? Bist du zu Hause, Alter? Wie war's? Größeren Platz. Was spackt bei dir rum? Also wie sieht's gut aus? Was spackt denn rum? Aua. Hey, ich hab grad meine Waffe geschliffen. Henner.
Alter. Wie, du siehst mich nicht? Ja, aber... Wie, du siehst mich nicht? Ich bin links unten. Siehst mich nicht? Gleich mal testen. Jesus fuck. Eieiei. Oi, oi, oi. Oi. Also bei mir klingt's gut, keine Ahnung. Ich kann mal lauter machen. Mein Mikrofon ist eigentlich ganz laut. Der Ton. Also es ist gar kein Bild. Ah, das könnte sein wegen dem Breitbildscheiß. Das ist ja blöd. Dass man da einen ganz schwarzen Bildschirm hat. Tut sich da irgendwas, wenn du es neu lädst oder, keine Ahnung, die Auflösung runterstellst oder so? Warte mal. Ich hab gedacht, okay. Kaka. Ich hab doch so ein Ultra-Widescreen-Dingsbums und ich stream auch auf Ultra-Wide. Und ich hab irgendwie gehört, da könnte es Probleme geben. Aber ich hab nicht gedacht, dass da ein kompletter schwarzer Bildschirm ist. Deswegen habe ich keine Zuschauer. Achso, ich dachte schon, ich bin so schlecht, aber das liegt wahrscheinlich daran. Kauft euch mal alle einen Ultra-Wide-Bildschirm, was geht? Wahrscheinlich, du guckst auf dem Handy wahrscheinlich, da gibt es ein Problem. Wahrscheinlich muss das mal. Ne, das kann ich gar nicht testen, weil hier mein Handy ist meine Webcam. Kacke. Okay, ich komme gleich wieder. Ich muss kurz Stream beenden. Ich komme gleich wieder, ich muss was testen. Einen Moment. Bleib da.